In Hamburg sind wir heute und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Stadion-Vlog. Es ist Relegationszeit. Wir spielen gegen Hertha BSC. Wir sind gerade schon an der Raststätte. Schule. Also Leute, es geht auf jeden Fall ab. Lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo, ihr wisst Bescheid. Wir spielen heute gegen Hertha BSC. Wir steigen auf in die erste Liga. Es tut mir leid für alle Hertha-Fans, die es gerade anschauen. Wir gehen rein ins Video. Wir haben gerade ein bisschen schon was getrunken. Schule, Schule und Arbeit. Das war wichtiglich. So, wir gehen rein, Freunde. Viel Spaß im Vlog. Mach mal das Bierchen jetzt auf. So. Hallo, der trinkt hey, schon. Einer hat Durst. Ab nach Berlin. Abfahrt. Automatisch. Erstes Mal, erstes Bier auf dem Auswärtssieg. Zwölf Sekunden später. Mann, reiß dich mal zusammen. Ey, was, wenn ich mit der Kamera nach links gehe? Gehst du mit mir, oder was? So Leute, wir sind angekommen. Er hat falsches Restaurant bestellt. Tim, was hast du bestellt? Er hat selbst falsches Restaurant bestellt. Ich habe Big Mac Menü, wichtig und richtig. Big Mac Menü. Big Mac Menü, wichtig und richtig. Luciano. Luciano. Was hast du bestellt? Luciano. Komm mal, mein Vlog. Marlon hat bestellt. So Freunde, wir sind jetzt angekommen in Berlin. Man parkt einfach, um ins Olympiastadion zu kommen, einfach an solchen Seitenstraßen. Also geisteskrank. Wir haben, glaube ich, ungefähr eine Stunde gebraucht, um einen Parkplatz zu finden. Aber wir haben jetzt endlich einen Parkplatz gefunden. Alle unser HSV-Trikot angezogen. Wir sind nicht im HSV-Blog. Es hieß ja irgendwie, man darf keine HSV-Sachen anziehen. Deswegen haben wir hier alle von Lucid Dreams. Lucid Dreams. Blau ist auch verlinkt. Kommt wahrscheinlich kleiner. Nee, ich sag das noch nicht. Okay, ist auf jeden Fall verlinkt. Und die 100 Euro kannst du mir später geben. Alles gut. In einigen Wochen kommt das raus. HSV! Ich an dich, HSV, scheiß auf Schule und Arbeit, das macht wenig glücklich. 7 Tage die Woche denk ich an dich, HSV. So Leute, wir stellen uns jetzt hier an, wir kommen jetzt rein ins Stadion, denke ich mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausgeht. Wird geisteskrankes Wetter, 30 Grad in Hamburg. Hey, Berlin. Und der Mann hat Sonnenbrand, oder? Der Sonnenbrand? Nie Sonnenbrand. Ja, ja, ja. Alles gut. Ja, Mann, ich bin gespannt. Das war richtig glücklich. Liebe Tage, die Woche, denke ich an dich. HSV, scheiß auf Schule und Arbeit. Das war richtig glücklich. Liebe Tage, die Woche, denke ich an dich. HSV. Ja. Denkst du, wie geht's aus? Klarer Tipp, 2-1 HSV. Also 2-1 HSV? Das ist die Hoffnung, die ich habe. Stimm mal was an hier. Mann, und wie geht's aus, Bro? Wie geht's aus? 3-1. 3-1? 2-1? Wie geht's aus? Ich wollte auch 3-1 sagen, aber jetzt sage ich 3-2. 3-2? Digga, dein Bart einfach Ziegenbart. Ich schwöre. Ja, Freunde, ich persönlich denke, es geht 3-0 für uns aus. Ich bin immer zuversichtlich, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ich war Bock. 3-0, wir gehen jetzt ins Stadion. Ich hoffe, du bist gleich drin. Ali Du wird heute das Siegtor machen. Ali Du, ein Siegtor? 2-1. 2-1 wird er machen. Ich bin gespannt. Freunde, wisst ihr was? Also das Olympiastadion, eine gute Sache gibt es. Es gibt überall Wiese draußen. Das heißt, man kann überall chillen. Müsste Volksparkstadion sich auch mal holen. So chillen vorm Spiel ist geil. So, Freunde, 5,50 € pro Bier. Aber ist ein, das Gute ist, ohne... Aber wir sind extra, ungelogen, wir sind extra 10 Minuten rumgegangen, damit wir keinen Berliner Becher bekommen. Schule und Arbeit, das macht mich nicht glücklich. 7 Tage die Woche denke ich an dich. HSV! Super Hamburg, ole! Super Hamburg, ole! Super Hamburg, ole! Wir nehmen heute so Berliner, ich sag's euch. Komm, Maxi, ich will euch das sehen, Junge. Stammspieler einfach, Digga. Ich komm darauf nicht klar, Junge. Ich muss sagen, unsere Plätze wirklich wild, oder? Sehr geil. Alles gut organisiert. Ja, ja, ich weiß. So, guckt euch das mal an. Der Prinz. Kevin Prinz Sporting.
Ich hoffe, der macht heute keine Bude. Bei den Hertha-Fans, also zumindest ein paar Hertha-Fans sind auch da, ein paar Hertha-Fans, hier ist so ein Mischmasch, aber, ja, geile Stimmung, Digga.
Bitte, Elfmeter. Bitte. Gib den Elfmeter. Thank you.
auch weg. Mein Handy auch. Hands out!
Digga. Mann, habe ich mal sowas Schönes erlebt. Leute, was sollen wir sagen? Wir haben... Montag wird schöner. Wir haben Berlin übernommen. Hamburg ist viel schöner als Berlin. Schöner als Berlin. Schöner als Berlin. Hamburg ist viel schöner als Berlin. Schöner als Berlin. Schöner als Berlin. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Das Spiel war geisteskrank. Die Jungs sind auch fertig. Wir haben 1-0 gewonnen. Geile Ausgangsposition. Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr diesen Vlog gefeiert habt. Rückspiel wird es auch einen Vlog geben. Ich bin raus, haut rein und ciao, ciao.